Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir hatten das Thema hier auf dem Kanal schon öfter und ich habe mir dafür auch einige, naja, ich nenne es mal dumme Kommentare eingefangen, dass ich einfach nicht wüsste, wie es funktioniert und einfach man nur richtig heizen müsste und man eine Wolldecke dazu nimmt und dann funktioniert das schon. Und darum dachte ich mir, ich muss noch mal ein Video darüber machen, denn ich bin wieder aktuell bei einem Kunden genau über dieses Problem gestolpert und um was es sich handelt, das erfahrt ihr jetzt gleich nach dem Intro. Ja, es geht mal wieder um das Thema Kaltwintergarten, der zu einem Wintergarten später nachgerüstet wurde und voll beheizt wurde. Und ich war jetzt vor kurzem eben bei einem Kunden, der hat vor über 15 Jahren ein Terrassendach bekommen. Dann habe ich nichts mehr von ihm gehört und dann haben sie selber so peu à peu erst vorne rum zugemacht mit Kunststoffelementen und dann so langsam die Möbel reingestellt und dann eben auch im Winter die Türen vom Wohnraum in den Kaltwintergarten offen gelassen und dann kam das dabei raus, was ihr jetzt hier in den Bildern seht. Das Ding schwitzt von hinten bis vorne. Das muss einfach so sein, das ist technisch nicht anders möglich, denn wenn warme, feuchte Wohnraumluft auf eine kalte Oberfläche kommt, und das kennt ihr alle vom Bad, von der Dusche, vom Spiegel, dann fängt es an zu schwitzen. Und wenn es eben dauerhaft schwitzt, dann kann ich auch mit viel Heizen oder mit einer Wolldecke, die ich mir hole, solche Kommentare habe ich auch schon bekommen, naja, ich soll mich nicht so dumm anstellen, ich soll mich halt direkt neben den Heizkörper setzen und mir eine Wolldecke umlegen, dann kann man auch im Winter in einen Kaltwintergarten reinsitzen. Ja, das stimmt schon, nichtsdestotrotz, bauphysikalisch, und wer ein bisschen Ahnung hat von Bauphysik, der weiß, es fängt dann trotzdem an kalten Stellen eben an, sich Tauwasser zu bilden, wenn feuchte, warme Wohnraumluft auf eine kalte Stelle trifft. Und wenn der Wintergarten eben ein Kaltwintergarten war und jetzt auf einmal beheizt wird und eben die Isolierung fehlt, dann bildet sich an diesen Punkten Schwitzwasser. Und dieses Schwitzwasser führt natürlich auf Dauer dazu, dass die Konstruktion, wie ihr es eben hier seht, ja, zu schimmeln beginnt oder kaputt geht. Egal, ob ihr einen Holzwintergarten habt, da zersetzt sich es halt und bei einem Alu-Wintergarten bildet sich halt ein schwarzer Schimmel. Beides ist nicht in Ordnung. Und man muss einfach wissen, wenn man einen Kaltwintergarten versucht zu heizen und wie einen Wohnraum zu nutzen, dann habe ich diese Probleme. Insofern nochmal die Bitte an euch. Überlegt euch wirklich im Vorfeld, wie ihr den Wintergarten später nutzen wollt. Natürlich könnt ihr den Kaltwintergarten, wenn die Sonne scheint, im Winter auch mal kurz nutzen. Aber es funktioniert nicht, bei jeder Temperatur den Raum aufzuheizen. Insofern muss von vornherein klar sein, wie möchte ich den Wintergarten nutzen. Und wenn ich den als Wohnwintergarten das ganze Jahr benutzen möchte und eine Heizung reinbaue, dann brauche ich gedämmte Profile und ich brauche ein Isolierglas und ich brauche einen gedämmten Boden, sonst wird es nichts funktionieren. Und wie gesagt, ich wiederhole das vielleicht, den einen oder anderen nervt schon, aber es ist immer wieder so, dass die Kunden sagen, ja, mir tut es ein Kaltwintergarten oder sogar nur ein Terrassendach und dann wird es peu à peu zugemacht, geschlossen und dann irgendwann beheizt und werden Möbel reingestellt und wie ein Wohnraum genutzt und dann fliegt einem das System im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren. Und drum nochmal, macht auf keinen Fall diesen Fehler, dass ihr euch nicht im Vorfeld genau Gedanken dazu macht, wie ihr es nutzen wollt. Und wie gesagt, wenn ich einen Warmwintergarten habe, der gut isoliert ist, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich den auch mal nicht heize. Dann passiert mir auch nichts. Aber wenn ich einen Kaltwintergarten habe und den dann später nutzen möchte als Wohnraum, dann wird es eben schwierig. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tipp nochmal weiterhelfen. Wer noch mehr rund um das ganze Thema Wintergarten erfahren will, der kann uns gerne eine Mail schicken und den kostenlosen Wintergartenratgeber bei uns bestellen. Der kostet normalerweise 7,80 Euro im Handel, aber bei uns bekommt er den kostenlos, wenn ihr uns eine Mail an info@brack-wintergarten.de schickt, dann schicken wir euch diesen zu. Da findet ihr auch, vielleicht etwas ungewöhnlich, dass ein Wintergartenbauer sozusagen auf die Mitbewerber hinweist, aber da findet ihr auch wirklich gute Adressen für Wintergartenbauer in eurer Nähe, denn wir werden in ganz Deutschland und im ganzen deutschsprachigen Raum geschaut und bekommen natürlich auch immer wieder Anfragen aus dem Norden oder aus der Schweiz oder Österreich und die können wir leider nicht bearbeiten, weil wir halt im Umkreis von, sage ich mal, 300 Kilometer tätig sind. Aber in diesem Ratgeber findet ihr auch wirklich Adressen von renommierten Wintergartenbauern in dem ganzen Dachraum, also sprich Deutschland, Österreich und Schweiz. Also fordert den gerne bei uns an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bin jetzt mal wieder gespannt, welche
interessanten Kommentare unter dem Video auftauchen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Dein, euer Matthias Brack.